Ja, Arne Kotzian, gratuliere zum Derby-Sieg. Das war das erste Derby in der ersten Liga. Wie siehst du das Spiel jetzt in der Nachschau, so kurz nach dem Spiel? Ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Es war halt wieder mal Hektik drin, wie leider Gottes immer bei uns. Aber meine Mannschaft hat sich den Sieg verdient, weil wir meiner Meinung nach schon konstant das Ganze gut sind und Pech haben auch. Aber man sagt, das Zweite ist das Schwierigste. Unser Ziel war, die jetzt am Schluss die beste Grazer Mannschaft werden, nicht Letzter werden. Und wir wollen auch noch in der Steiermark die beste Mannschaft sein. Und das wollen wir jetzt noch in Käfig einen Sieg holen. Und dann hoffen wir, dass wir die beste Steiermannschaft sind. Arne, du bist heute, glaube ich, insgesamt viermal angetreten zum Long Penalty. Kannst du dich an ein anderes Spiel erinnern, was dir ähnlich gegangen ist, oder war das eine Premiere? Ich glaube, das war eine Premiere, ja. Aber ich habe wieder gezeigt, dass ich mich sicher fühle und bin trotzdem hingegangen. Und ja, 50% habe ich wieder gemacht. Diesbezüglich eine Frage. Ich habe letzte Woche mit Teamchef Patrick Babic kurz geplaudert. Und der hat mir verraten, dass du mir gesagt hast, dass du nicht genau weißt, welcher deiner, ob es jetzt rechts oder links besser schießt. Vielleicht kannst du das für die Zuschauer auflösen. Ja, es war eine Geschichte. Ich war damals beim ÖFB-Team, Sichtungstag, wie war das, die zwei Tage. Und habe dann rechts, links geschossen. Es sind natürlich ein paar aufgesessen, glaube ich. Und er hat mich dann gefragt, welcher Fuß mein stärker ist. Ich habe gesagt, in Wirklichkeit keiner, eher der rechte. Der hat gesagt, das gibt's nicht. Und hat gesagt, gehen wir mit links schießen. Habe dann mit links geschossen und der ist halt wieder voll eingefahren. Und so ist es zu dem gekommen eigentlich. Okay. Ja, Arne, wie gesagt, würde ich gar nicht länger aufhalten. Gratuliere zum Derby-Sieg. Feiert es aber nicht viel in diesen Zeiten, wie es mir eh. Und wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Der letzten Runde gegen Jan Caritas. Danke. Bitte.